Willkommen zu einem weiteren Video der Berufsschule 7. Wir wollen uns heute um das Feldverhalten kümmern. Also in einem der letzten Videos haben wir uns ja angeguckt, wie wir eine Tabelle erstellen, was Datentypen sind, wie sich die Datentypen verhalten. Und heute wollen wir mal ansehen, können wir denn ein grundsätzlicheres Verhalten, was Nullwerte, was doppelte Werte angeht, bei den Tabellen in irgendeiner Form erzwingen. Und dazu werden wir einfach ein paar Tabellen erstellen und mal gucken, wie wir da an einigen Stellschrauben arbeiten können. Ganz am Anfang möchte ich mal nochmal über das grundsätzliche Verhalten einer Datenbank, im Wesentlichen MySQL, darum geht es uns ja hier, sprechen. Und zwar ist es so, wenn wir die Datenbank haben, dann gibt es hier ein ganz zentrales Konfigurationsfile. Das nennt sich my.ini. Es gibt auch ein paar Systeme, da heißt es einfach anders. Entscheidend ist, in diesem Konfigurationsfile steht erstmal alles drin, was die Datenbank wissen muss, um sinnvoll zu funktionieren. Für die meisten Werte gibt es Default-Werte, sprich es muss nicht alles dort in diesem INI-File eingetragen werden, aber alles, was vom Default abweicht oder wo es nicht sinnvoll ist, einen Default-Wert zu geben, dort muss eine entsprechende Information vorhanden sein. Und ja, die Datenbank liest dieses File und stellt sich, was das Verhalten angeht, erstmal auf diese Elemente oder diese Werte ein. So, und jetzt gibt es einen wichtigen Eintrag, der nennt sich SQL Mode. Und hier ist es so, wenn die Datenbank bei einer nicht kompletten Information, die ich ihr gebe, beispielsweise bei einem Insert Statement, eine Interpretation vornehmen kann bezüglich des Wertes, dann ist es so, wenn ich in dem Wert bin oder in dem Status, den wir jetzt hier gerade sehen, dass hier einfach No Engine Substitution drin steht, das ist so der Standardwert, dann versucht die Datenbank, diesen Wert in irgendeiner Form mit einem sinnvollen, vertretbaren Wert eben zu belegen. Wenn ich jetzt hier aber den sogenannten Strict Mode einstelle, das wäre jetzt hier Strict Trans Tables, wer mehr Details wissen will, geht einfach ins Manual von MySQL, dann würde die Datenbank eher einen Fehler auswerfen, als den Datenbank mit irgendeinem interpretierten Wert zu schreiben. Also man kann sich so als Faustregel sagen, das, was im Nicht-Strict-Mode als Warning rauskommt, würde beim Strict-Mode als Fehler rauskommen und die Datenbank würde den Wert nicht schreiben. Ich gehe hier in diesem Video davon aus, dass wir nicht im Strict-Mode sind, damit wir einfach ein paar Verhaltensweisen sehen, was da sozusagen im Hintergrund vorläuft oder vor sich geht. Beginnen wir mit dem Thema Nullwerte. Wenn wir einfach mal eine Tabelle erzeugen mit irgendwelchen Werten, also irgendwelchen Spalten, dann haben wir hier einfach so vier Elemente oder vier Spalten und wir können jetzt hier einfach mal ein Statement eintragen, einen Datensatz eintragen. Und was ich jetzt hier belege, ist lediglich die ID und der Nachname. Ja, also ID und Nachname sind belegt, die anderen beiden Werte werden ignoriert. Wenn ich das Ganze jetzt abschicke, dann haben wir hier zwei Nullwerte. Das heißt, die Datenbank sagt, der User gibt mir für meine vier Spalten nicht alle Informationen. Also ID und Name belege ich, Rest wird einfach mit Null belegt. Das ist ein Standardverhalten und damit ist es eigentlich erstmal kein großes Problem. Wenn ich jetzt aber sage, nee, ich möchte hier kein Null in so einer Situation haben, sondern was anderes, dann müssen wir uns darum sozusagen manuell jetzt erstmal kümmern beim Erzeugen der Tabelle. Das heißt, wir schmeißen die wieder raus und erzeugen sie jetzt wieder neu. Und diesmal mit sogenannten Default-Werten. Ja, das heißt, ich sage jetzt bei der E-Mail, hätte ich gerne als Default-Wert das X. Ja, wir gucken uns gleich an, was das dann für einen Effekt hat. Bei Geburtsdatum sage ich jetzt einfach mal, das soll nicht null sein. Ja, der SQL-Syntax wäre hier beim CreateTableStatement einfach not null dahinter zu schreiben und damit weiß die Datenbank, jo, Geburtsdatum darf nicht null sein. So, jetzt mache ich wieder genau das Gleiche. Und also ich füge einen Datensatz hinzu und sehe, es gibt ein Warning. Warum?
Ja gut, hier kann es ja nicht sein. Hier habe ich ein Default Value gesetzt. Er hat x eingetragen, wunderbar. Aber hier habe ich gesagt, es darf nicht null sein. Und das Warning würde jetzt exakt das eben anmeckern. Und zwar, es würde sagen, das Feld Geburtsdatum hat kein Default Value. Und jetzt kommt genau diese Interpretation rein, die jetzt bei dem Nicht-Strict-Mode entsprechend greifen würde, dass die Datenbank sagt, ich weiß nicht, was ich da eintragen soll, ich packe dort mal 0, 0, 0 rein, was faktisch kein gültiges Datum ist. Auch diesen Standardwert könnte man nachträglich noch ändern bei der Konfiguration von MySQL, aber im Standard-Setup würde jetzt hier ja, etwas reinschreiben, was streng genommen von Applikationen, die außerhalb der Datenbank liegen und auf die Daten zugreifen müssten, zu Problemen führen könnte. Ja, also wenn ich jetzt irgendwie einen Datumsparser hätte, der den Monat 0 und den Tag 0 kriegen würde, ich habe keine Ahnung, was der macht. Wahrscheinlich eine Fehlermeldung ausgeben. Und das gilt es eventuell zu vermeiden, also gibt es hier das Warning. Ja, im Strict Mode wäre es ein Fehler gewesen und der Datensatz wäre gar nicht geschrieben worden. Dann rekapitulieren wir nochmal kurz unsere Beobachtungen. Wir können Null vermeiden, indem wir einen Default-Wert setzen. Das heißt, wenn im Insert diese Spalte nicht angegeben wurde, dann wird der Default-Wert genommen. Heißt aber im Umkehrschluss auch, wenn ich explizit Null setze, also wirklich mit Set Null, dann würde eben Null auch dort reingeschrieben werden, weil ich habe eben explizit Null hinterlegt. Die zweite Option, die wir gesehen haben, war Not Null beim CreateTableStatement anzugeben. Und das würde einfach verhindern, dass die Spalte Null enthält. Das heißt, wenn ich jetzt wirklich hier versuchen würde, mit Set diesen Spaltennamen gleich Null im Insert-Statement zu arbeiten, dann würde es eine Fehlermeldung geben. Und zwar egal, ob ich im Strict-Mode oder nicht im Strict-Mode bin, dieser Datensatz könnte nicht geschrieben werden. Ansonsten, wenn ich not null bin, würde der Default-Wert gezogen werden. Also wenn ich im Insert-Statement diese Spalte nicht hinterlege, würde automatisch den Default-Wert nehmen, wenn ich ihn denn angegeben habe. Und wenn ich keinen mit Default angegeben habe, dann würde er im Strict-Mode einen Fehler bringen und im Non-Strict-Mode würde einfach ein Standardwert gezogen werden, der dann im Regelfall auch zu einem Warning führt. Und das haben wir beim Datum gesehen. So, jetzt schreiben wir nochmal einen Datensatz und zwar den Schmidt mit irgendeiner E-Mail-Adresse und ja, jetzt schreiben wir den gleichen Datensatz nochmal. Das heißt, wir haben jetzt zwei Datensätze, die technisch nicht voneinander unterscheidbar sind. Und das ist eine Situation, die wir in der Datenbank tunlichst vermeiden müssen, weil wir keine Chance haben jetzt, einen von den beiden zu löschen. Weil wir können jetzt nicht sagen, lösch bitte die ID 2, weil dann würden beide gelöscht werden. Wir können nicht sagen, lösch mit, würden auch beide gelöscht werden. Und die Reihenfolge, die wir hier sehen, die existiert streng genommen in der Datenbank so nicht. Wir können jetzt nicht in einem Delete-Statement sagen, lösche bitte den ersten von den beiden. Das würde nicht gehen. Es gibt ein paar Tricks, wie man das nachträglich dann doch wieder hinmacht mit zusätzlichen Spalten. Aber grundsätzlich mal ist das so, wie wir es hier sehen, absolut zu vermeiden. Also müssen wir hier auch uns überlegen, gibt es eine Möglichkeit, in dem Table Create Statement vorab schon festzulegen, dass sowas nicht möglich ist. Also schmeißen wir die Tabelle wieder raus und legen sie einfach neu an. So, jetzt habe ich hier zwei Sachen eingebaut. Das eine ist hier der Primary Key. Primary Key kennen wir eigentlich ja auch schon aus der Datenmodellierung, heißt, dass der Wert in dieser Spalte eindeutig sein muss, weil es eine Art Adresse ist des einzelnen Datensatzes. Dafür ist der Primary Key da, die Adressierbarkeit meiner einzelnen Datensätze sicherzustellen. Das ist das eine, was ich hier gemacht habe. Das zweite ist hier, ich habe eine Ergänzung mit Unique gemacht. Unique bedeutet, dass der Wert eindeutig sein muss. Bezieht sich jetzt aber nicht auf die Adressierbarkeit, sondern hier möchte ich einfach nur sicherstellen, dass dieser Wert nur einmal vorkommt. Ja, also im Prinzip ist es so, dass jeder Primary Key tatsächlich auch unique ist, aber die Uniqueness sozusagen noch zusätzlich für andere Spalten noch mit diesem Keyword unique hinterlegt werden kann. So, jetzt gucken wir uns mal an, ob wir jetzt unsere Daten eindeutig hinkriegen.
Ich beginne mit einem Datensatz, das ist wieder unser Herr Schmidt, diesmal mit der ID 1. Und jetzt versuche ich, diesen Datensatz nochmal neu anzulegen. So, und jetzt bekomme ich hier als Fehlermeldung Duplicate Entry 1 for Primary. Das heißt, der Primärschlüssel mit dieser ID, den gibt es schon, ja, weil den haben wir ja vorher schon geschrieben. Also Primärschlüssel müssen eindeutig sein. Ja, dann versuch mal die ID zu ändern. Das heißt, geben jetzt unserem Herrn Schmidt die ID 2 und versuchen den Datensatz nochmal zu schreiben und sehen jetzt, hoppla, jetzt gibt es wieder ein Problem. Warum? Weil wir die E-Mail ja als unique klassifiziert haben. Und gut, die E-Mail-Adresse, die ich hier schreiben will, die gibt es auch schon. Also wird dieser Datensatz auch ignoriert oder nicht ignoriert, sondern als Fehlermeldung ausgegeben und nicht geschrieben. So, soweit. Ist es auch erstmal okay. Jetzt schauen wir mal, ob wir den Datensatz überhaupt schreiben können. Das heißt, wir schreiben jetzt unseren Herrn Schmidt mit einer eigenen ID, eigene E-Mail-Adresse und damit haben wir das Ganze jetzt eigentlich ganz gut abgebildet. Und das Verhalten ist nachvollziehbar, sag ich mal. Was noch interessant ist, ist, dass dieser Constraint mit dem Primary Key höher priorisiert wird wie der Unique Constraint. Natürlich, weil die Adressierbarkeit auch sehr viel wichtiger ist, wie die Fragestellung, ob jetzt in einem Unique-Feld alle Werte eindeutig sind. Ja? Gut, jetzt verändern wir unsere Tabelle noch mal ein bisschen. Das heißt, wir schmeißen sie wieder raus. So, wir erzeugen sie jetzt wieder neu, diesmal allerdings mit zwei Primary Key-Feldern. Und hier ist der Syntax ein bisschen anders. Ich habe ja vorhin das Primary Key einfach in die Zeile eingetragen, wo ich den Primary Key haben wollte. Das geht aber nur, wenn ich ein einziges Feld oder eine einzige Spalte als Primary Key habe. Sobald ich mehr als eine habe, muss ich das in diesen Syntax schreiben, dass ich Primary Key in Klammern und dann die Sammlung der einzelnen Spalten. Ich könnte diesen Syntax auch für nur eine Spalte verwenden und damit vielleicht einheitlicher sein. Aber ich muss gleich dazu schicken, diese kombinierten Primary Keys hat man eher selten. Meistens hat man ein technisches Primary Key Feld wie eine ID und den Nachnamen und das Geburtsdatum als Primary Key zu verwenden, ist jetzt mit Sicherheit fachlich nicht die beste Idee. Aber hier geht es erstmal darum, dass man das Konzept, das technische Konzept sieht. So, ich schreibe jetzt wieder einen Datensatz und jetzt versuche ich den gleichen Datensatz nochmal zu schreiben und ich habe jetzt hier Duplicate Key Fehler, weil eben ja der Datensatz schon mal da war. Ja, das heißt, diese Primärschlüssel in Kombination müssen eindeutig sein. So, was ich jetzt mache, ich schreibe jetzt einen Datensatz, wo ich nur einen dieser beiden Felder ändere. Ja, also Schmidt ist der gleiche wie vorher und das Geburtsdatum habe ich jetzt geändert. Und jetzt wird dieser Datensatz geschrieben. Warum? Ja, weil die Kombination dieser beiden Felder eindeutig sein muss. Ja, das heißt, ich kann durchaus einen ändern. Und damit werde ich eben, ja, habe ich keine Primary Key Verletzung mehr. Ganz praktisches Beispiel wäre Telefonnummer, wo ich sage Ländervorwahl, Vorwahl, Durchwahl, jeweils eine eigene Spalte. Und natürlich, wenn ich eine dieser Werte verändere, ist die Telefonnummer dann quasi eindeutig geblieben. Also insofern, ja, ich glaube eigentlich selbsterklärend. So. Als nächstes schmeißen wir jetzt die Tabelle wieder raus. Erzeugen die jetzt neu. Und hierbei hätte ich jetzt gerne eine Sache. Und zwar, wir haben ja gesagt, dieser Primary Key ist für die Eindeutigkeit zuständig. Und die ID hat ja erstmal mit dem Kunden nichts wirklich zu tun. Der Kunde hat einen Namen, der hat ein Geburtsdatum, der hat eine E-Mail-Adresse, was auch immer. Aber die ID ist jetzt eher, ja, ein zufälliger Wert, wenn man es so haben möchte. Ja, je nachdem, wer diesen Datensatz geschrieben hat, der hat sich halt irgendeine ID überlegt. Und die Frage ist jetzt, kann ich denn diese Aufgabe des Überlegens einer eindeutigen ID an die Datenbank übertragen? Kann ich nicht der Datenbank sagen, liebe Datenbank, ich habe jetzt hier einen neuen Datensatz, bitte gib du mir eine ID, die eindeutig ist. Und ja, das geht und genau das soll dieses Statement machen. Und hier gibt es dieses Feld.
oder dieses Schlüsselwort Autoinkrement. Das heißt, für ein Primärschlüsselfeld kann ich jetzt ein Autoinkrement hinterlegen. Und das bedeutet jetzt nichts anderes, als dass die Datenbank in der Lage ist oder in die Lage versetzt wird, diesen ID-Schlüssel selbst zu belegen. Ja, das muss ein Unique oder ein Primary Key-Feld sein, darf pro Tabelle nur eins sein. Also ich darf nicht, oder es geht nicht, dass ich jetzt in MySQL zwei Spalten mit einem Autoinkrement hinterlege. Und ich habe das jetzt hier einfach bei der ID gemacht, was logisch erscheint. Und ja, und jetzt gucken wir mal, wie das Ganze funktioniert. Also ich schreibe jetzt einen Datensatz ohne diese ID und die Datenbank kümmert sich jetzt darum, dass eben diese ID belegt wird. In dem Fall mit 1. Also nicht der kleinstmögliche Wert, das wäre die 0, sondern es beginnt mit der 1. Jetzt schreibe ich einen weiteren Datensatz. Ich habe jetzt einfach den gleichen nochmal genommen. Und jetzt wird diese ID mit dem nächsthöheren Wert. Und nächsthöher bedeutet um 1 höher als der letzte bis dato existierende Wert. Das heißt, wenn ich jetzt, was weiß ich, 1000 Werte geschrieben habe, dann ist die ID 1000. Der nächsthöhere wäre dann die 1001. Und selbst wenn ich alle Daten löschen würde, dann wäre der nächste Datensatz mit der 1001, weil der bis dato höchste existierende Wert die 1000 war. Ja, dann schauen wir uns hier auch nochmal unsere Erkenntnisse gesammelt nochmal an. Also Unique haben wir gesehen, erzwingt Eindeutigkeit in einer Spalte. Primary Key erzwingt ebenfalls die Eindeutigkeit in einer Spalte. Das kann ich aber auch über mehrere dann trennen. Ja, also es kann sich über n Spalten erstrecken, diese Eindeutigkeit, wie wir das bei Name und Geburtsdatum gesehen haben. Vom Syntax her, wenn ich nur eine Spalte habe, dann kann ich dieses Schlüsselwort Primary Key direkt in der Deklaration der Spalte hinten dran hängen. Bei mehreren Spalten muss ich einen eigenen Abschnitt mit Komma separiert. Meistens macht man das ganz am Schluss hinten dran hängen. Der heißt dann Primary Key und in Klammern stehen dann eben die Spalten, die als Kombination eindeutig sein müssen. Autoinkrement ist das automatische Hochzählen, damit ich selbst in der Lage bin, einen technischen eindeutigen Schlüssel zu erzeugen. Und dieses Autoinkrement darf ich nur pro Tabelle einmal haben. Ja, also ich kann nicht zwei Autoinkrement-Spalten in einer Tabelle realisieren und dieses Feld muss eindeutig sein. Ja, also im Regelfall ist es der Primary Key, es würde aber auch bei Unique gehen, aber eigentlich machen wir es immer beim Primary Key. Und auch ganz wichtig, es ist um 1 höher als der letzte bis dato existierende Wert. Ja, also die Datenbank merkt sich einfach in einem Feld in dieser Spalte, was war der bis jetzt höchste Wert und der plus 1 ist dann der nächste Autoinkrementwert. Und ja, damit kann ich eben diese Keys erzeugen. Es ist halt wichtig zu verstehen, wenn man mit einem Autoinkrementfeld arbeitet, dann ist die Eindeutigkeit eben wird on the fly erzeugt und das bedeutet wiederum, wenn ich jetzt die Datenbank nicht mit einem Backup neu aufsetze, sondern mit Inserts neu aufsetze, dann muss ich halt, ja, dann habe ich wahrscheinlich keine Chance mehr, diese IDs wieder so zurück zu erzeugen. Ja, weil das ist ja an der Stelle ja, die Entscheidung wird während des Inserts gemacht. Um dem Ganzen aus dem Weg zu gehen, kann man auch Unique-Generatoren außerhalb von Datenbanken realisieren. Und das Ganze kann man dann so weit aufblasen, dass es auch über mehrere Datenbanken eindeutige Felder gibt. Global Unique-IDs wären das dann. Aber das würde jetzt hier den Rahmen sprengen für, ich sag mal, kleinere Applikationen, wo man einfach nur auf der Tabelle Eindeutigkeit braucht. Dort ist ja das Autoinkrement absolut ausreichend. Der nächste wichtige Punkt ist jetzt die sogenannte referenzielle Integrität. Und das
Der Begriff ist einfach wichtig, dass man ihn mal gehört hat, aber er sollte einem eigentlich einleuchten, wenn man ja die Datenmodellierung sich schon mal angeguckt hat, dass das eben wichtig ist. Gehen wir mal von folgender Situation aus. Ich habe einen Kunden und ich habe eine Bestellungstabelle. Ja, also zwei Tabellen und der Kunde macht halt ja, irgendeine Bestellung. Das heißt, der Peter Kurz, das ist das Beispiel, was ich aus dem Datenmodellierungsvideo übernommen habe, macht einfach irgendeine Bestellung und macht vielleicht noch eine Bestellung. Und dann gibt es noch eine weitere Person, die macht auch eine Bestellung. Das heißt, wir haben drei Bestellungen und damit haben wir eine Referenz zwischen der Kunden- und der Bestellungstabelle oder wir müssen eine realisieren, damit wir schlichtweg wissen, welcher Kunde hat welche Bestellung gemacht. Das heißt, wir haben hier die Kunden-ID als Primärschlüssel in der Kundentabelle und in der Bestellungstabelle gibt es jetzt ein Feld, das heißt auch Kunden-ID. Und dort steht eben drin, welcher Kunde welche Bestellung gemacht hat. Soweit eigentlich nichts Neues. Jetzt packen wir hier noch einen weiteren Kunden, den Hans Lang, und der hat bis dato noch keine Bestellung gemacht. Und das ist insofern kein großes Problem. Vielleicht macht er irgendwann eine, aber in der Datensituation, wie wir sie jetzt sehen, birgt es überhaupt gar keine Problematik, weil es gibt halt einfach keine Bestellung und diese 34 taucht in der Bestellungstabelle unter K-ID nicht auf. Erstmal soweit gut. Wenn wir das Ganze verjoinen würden, hätte eben der Hans Lang keinen Join-Partner. Im Inner Join würde er einfach rausfliegen. Was wäre aber, wenn ich jetzt eine Bestellung hätte von einem Karl Lang, sagen wir mal, also einen Kunden, der nicht existiert. Das wäre jetzt, sagen wir mal, irgendeine ID 22, wo auch immer die herkommt, die jetzt in der Bestellungstabelle wäre. Das heißt, wenn ich jetzt die Bestellung mit der Kundentabelle verjoinen würde, hätte ich keinen Join-Partner, und zwar aus Sicht der Bestellung. Und das ist jetzt sehr viel problematischer, weil stellen wir uns vor, ich möchte irgendwie die Gesamtumsätze wissen oder was weiß ich, irgendjemand kommt und sagt, ich möchte wissen, ob wer wann, wie, wo was bestellt hat. Und ich sage, ja, am 1.10.21 hat jemand mit einer Kunden-ID 22 was bestellt. Und wenn er gefragt ist, und wer ist der Kunde, muss ich sagen, ich habe keine Ahnung, weil dieser Kunde mit der Kunden-ID 22 gar nicht existiert. Und das nennen wir eine Verletzung der referenziellen Integrität. Und das wäre ein großes Problem in der Datenhaltung. Ja, ich habe hier sozusagen unvollständige Informationen in meiner Datenbank, weil ich sage, bei der Bestellung gibt es eine Kunden-ID, die in der Kundentabelle nicht existiert. Das heißt, die Referenz der Kunden-ID von der Bestellungstabelle läuft ins Leere. Und das gilt es auf alle Fälle zu vermeiden. Diesen Datensatz, den wollen wir nicht haben. Wie kann das passieren? Ich könnte beispielsweise ein Insert machen auf die Bestellungstabelle, wo ein Kunde, eine Kunden-ID drin ist, die nicht existiert. Also einfach Insert Bestellung, Set B-ID gleich 75, Datum gleich 1.10.21 und Kunden-ID 22. Wenn ich dieses Statement ausführen würde, würde dieser fehlerhafte Datensatz da sein. Die zweite Möglichkeit ist, ich könnte jetzt ein Update auf die Kunden-ID in irgendeiner anderen Bestellung machen auf einen ungültigen Kunden. Ja, ich könnte es quasi sagen, hier, diese 21 wird ein Update gemacht auf die 23. Ja, wäre möglich. Dann hätte ich eben auch hier eine Referenz auf eine ID 23, die in der Kundentabelle nicht existiert. Das wäre auch ein möglicher Grund für die Verletzung der referenziellen Integrität. Die zweite Möglichkeit oder die dritte Möglichkeit wäre, ich könnte ja auch die Kunden-ID des Kunden ändern. Ja, also beispielsweise hier die 10 könnte ich jetzt in irgendeiner Form mit dem Update austauschen in die 0. Das würde jetzt wiederum zur Konsequenz haben, dass diese beiden Kunden-IDs 10 in der Bestellungstabelle auch ins Leere zeigen. Auch hier hätte ich jetzt eine Verletzung der referenziellen Integrität. Jetzt könnte ich auch noch auf die Idee kommen, einfach Kunden zu löschen. Ne? Also diesen Peter Kurz könnte ich jetzt einfach rausschmeißen.
Und dann hätte ich auch wieder die Situation, dass ich in der Bestellungstabelle zwei Kunden hätte, die nicht existieren. Und ich könnte jetzt ganz radikal vorgehen und die gesamte Kundentabelle löschen und dann wären alle Bestellungen ohne einen gültigen Referenzpartner. Ja, und das wären jetzt die theoretischen Möglichkeiten, die ich habe, um auf einer Datenbank eine Situation zu schaffen, die von den Referenzgesichtspunkten her nicht sauber wäre. Und genau das gilt es ja zu vermeiden, haben wir gesagt. Und die Frage ist jetzt schlichtweg, kann mir die Datenbank dabei helfen, diese Situation zu unterbinden? Dazu bauen wir jetzt einfach die Tabellen neu. Ich erzeuge jetzt einfach die Kundentabelle mit einem Primary Key auf der Car-ID, so wie wir es schon mal gesehen haben. Und jetzt möchte ich die Bestellungstabelle erzeugen. So, und die Bestellungstabelle, der möchte ich jetzt mitgeben. Pass auf, diese Kunden-ID, die kommt bitte nicht von dir, sondern die muss eigentlich von der Kundentabelle selber kommen. Und dazu habe ich jetzt hier ein References. Das heißt, ich sage, in der Bestellungstabelle gibt es die Car-ID und am Schluss macht man das in aller Regel, sage ich, hey, es gibt eine sogenannte Foreign Key Beziehung, eine Fremdschlüsselbeziehung, in der steht von deiner Tabelle die Car-ID, ja, die in dem Fall jetzt eine Zeile drüber steht, die referenziert eine Tabelle, und zwar die Kundentabelle, und von dort die Car-ID. Und damit verbinde ich jetzt die Bestellungstabelle mit der Kundentabelle, und zwar über die Kunden-ID. Das ist diese rote Linie. Ja, und das ist nichts anderes wie die Beziehung, die wir bei den Joins brauchen. Das sind die Beziehungen, die wir bei der Datenmodellierung hinterlegen. Das kann ich jetzt auch in der Tabelle hinterlegen, beim Create Table Statement. Und was natürlich klar ist, ist, dass die Reihenfolge wichtig ist. Ich muss zuerst natürlich die Primärschlüsseltabelle, sprich die Kundentabelle, erzeugen und kann danach erst die Foreign Key Tabelle, in dem Fall die Bestellungstabelle, erzeugen, weil sonst kann die Datenbank ja nicht sagen, hoppla, ich muss diese Beziehung intern aufbauen, wenn die Kundentabelle fehlen würde. Also bei solchen Sachen, wenn wir mit Fremdschlüsselangaben arbeiten, ist die Reihenfolge absolut wichtig. So, jetzt kann ich erstmal ein paar Datensätze in den Kunden eintragen, so die wir hier sehen, diese drei Datensätze. Und dann schreiben wir auch gleich ein paar Bestellungsdatensätze rein. So wie wir es gerade gesehen haben. Das ist jetzt alles sauber, weil eben alle Kunden-IDs, die in der Bestellungstabelle drin sind, auch gültige Kunden-IDs in der Kundentabelle sind. Und ja, jetzt versuche ich mal einen fehlerhaften Datensatz zu schreiben. Also schreibe ich jetzt hier mal die Kunden-ID 22 rein. Ja, die gibt es aber nicht. Also sagt er, hey, ich kann das nicht schreiben, weil ich habe jetzt hier eine Verletzung des Foreign Key Constraints, weil die ID in der Kundentabelle nicht da ist. Weil ich im Create Table Statement der Bestellungstabelle mitgeteilt habe, an welcher Position er nachgucken muss für die Kunden-ID. Das heißt, ich habe der Bestellungstabelle gesagt, Kunden-ID kommt eigentlich von der Kundentabelle Kunden-ID. Das heißt, bevor dort ein Datensatz geschrieben wird, guck mal lieber nach, ob die Kunden-ID überhaupt existiert. So, jetzt schauen wir mal, ob wir den Datensatz mit einer anderen ID schreiben können. Und ja, klar, warum sollte es nicht gehen? Wenn eine vorhandene Kunden-ID genutzt wird, dann wird der Datensatz akzeptiert. Gut, dann machen wir jetzt mal Folgendes. Wir versuchen jetzt mal die Kundentabelle zu löschen. Und dann sagt er hier, nö, geht nicht, weil in der Bestellungstabelle Referenzen auf diese Kundentabelle existieren. Okay. Wenn ich jetzt einzelne Kundendatensätze löschen würde, würde es entsprechend genauso passieren. Das heißt, unsere einzelnen Möglichkeiten, die wir angeguckt haben, solche referenziellen Integritäten zu verletzen, würden eben hier an der Stelle nicht funktionieren. Und wir sind sozusagen, wir haben eine Garantie von der Datenbank, dass eben alle Referenzen sauber existieren, wenn wir eben diese Foreign Key Definition in unser Create Table Statement eingebaut haben. So, jetzt machen wir noch was anderes. Und zwar, jetzt löschen wir mal wieder unsere Bestelltabelle und erzeugen die neu mit einem Zusatz.
Und dieser Zusatz ist jetzt hier die On-Update-Cascade. Und das heißt, wenn ich jetzt in einer Kundentabelle ein Update der Kunden-ID von einem Kunden mache, dann wird dieses Update automatisch bei allen referenzierenden Tabellen, die eben diese Update-Cascade im Foreign Key hinterlegt haben, mit durchgeführt. Und das Gleiche kann ich auch mit Delete machen. Das heißt, wenn ich einen Kundendatensatz lösche, dann wird automatisch der Bestelldatensatz hier mitgelöscht. Ja, gucken wir uns das an. Wir schreiben wieder unsere drei Datensätze rein. Das heißt, die Tabellen stimmen wieder mit dem rechts stehenden Bild überein. Und ich lösche jetzt von der Kundentabelle die Kunden-ID 21. Und was jetzt passiert, ist, wenn dieser Datensatz weg ist, dass dieser Datensatz entsprechend auch gelöscht wird. Versuchen wir das Ganze jetzt mal mit dem Update. Das heißt, wir ändern jetzt eine Kunden-ID in der Kundentabelle und gucken, was in der Bestelltabelle passiert. Also, wir setzen jetzt die ID 10 auf die ID 11. Das heißt, ich ändere die Kunden-ID von Peter Kurz auf die 11. Und damit wird automatisch auch die Kunden-ID in der Bestellungstabelle von diesem Peter Kurz angepasst. Ob das jetzt immer gut und immer richtig und wichtig ist, sei jetzt mal dahingestellt. Wichtig ist nur, dass man weiß, dass sowas geht und wenn es denn unbedingt notwendig ist, dass man das entsprechend einbauen kann. Dann rekapitulieren wir nochmal, was wir jetzt alles für die referenzielle Integrität an Möglichkeiten in der Hand haben. Einmal den Foreign Key, der erzwingt die referenzielle Integrität, so dass die Datenbank garantiert, dass eben jeder Fremdschlüssel, der existiert, auch tatsächlich auf einen existierenden Primärschlüssel zeigt. Dann können wir hier on Update Cascade die Referenzen automatisch aktualisieren. Das heißt, wenn ich den Primärschlüssel ändere, ändere ich damit automatisch auch die Fremdschlüssel. Und ich kann das auch noch extremer machen. On Delete Cascade heißt, wenn ich jetzt einen Datensatz in der referenzierten Tabelle, also dort, wo der Primärschlüssel liegt, lösche, wird automatisch der referenzierende, sprich dort, wo der Fremdschlüssel liegt, Datensatz auch gelöscht. Und was wir jetzt auch noch auf jeden Fall beachten müssen, ist, dass wir beim Create Table immer zuerst die Primärschlüsseltabelle erzeugen dürfen und danach erst die Foreign Key Tabelle. Beziehungsweise beim Drop Table ist es entsprechend auch wichtig, dass ich zuerst die referenzierende Tabelle lösche und danach erst die referenzierte Tabelle, weil sonst würde ich ja eben für einen gewissen Zeitraum oder Zeitpunkt eine referenzielle Integritätsverletzung erzeugen und das soll ja eben entsprechend verhindert werden. Ja, das war es jetzt zu diesen Themen. Wir werden mit Sicherheit noch ja, ein, zwei weitere Themen besprechen. Wahrscheinlich werde ich als nächstes das Alter Table Statement machen. Und dann gucken wir mal an, wie wir nachträglich irgendwelche ja, Tabelleneigenschaften verändern können, wie Datenbanken damit umgehen. Und es wird mit Sicherheit noch ein Video zum Thema Index geben. Aber ja, alles zu seiner Zeit und bis dahin wie immer dranbleiben.